Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Das Drei-Fragezeichen-Orakel am 8. August 2020. Die erste Frage ist, was denkt er? Die Antwort zeigt hier diese Karte. Die Zahl 7 bedeutet Mondenergie, seine Sehnsüchte, Hoffnungen und Erwartungen. Was ist seine Erwartung? Dass er die Nähe sucht, weil er möchte mit euch treffen und auch sprechen über wichtige Dinge. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Die Antwort zeigt dieser Bär. Das bedeutet Kraft oder dass er kraftlos ist. Die Zahl 3 heißt, er sucht einen Ausweg und dazu braucht er Kraft. Oder, dass eine dritte Person einen Einfluss hat auf ihn und das raubt seine Kraft. Das kann die Partnerin sein oder jemand von Familie oder Nachbarschaft, Freundeskreis, Bekanntenkreis oder im beruflichen Umfeld. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Er ist hier der Herrscher. Er sucht die Nähe und Gespräche und zeigt, er beherrscht die Situation. Er erzählt nichts davon, dass er schwach ist. Aber kann auch bedeuten, er braucht eure Hilfe und ihr sollt diese Situation beherrschen. Die Tagesenergie ist das innere Kind und das sollte man streicheln. Immer wieder sagen, ja, das hast du gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Weil solche Sätze, solche Affirmationen stärken uns innerlich. Und das war das Drei-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.